So, jetzt die ganze Sache zusammengefasst von der letzten Mathestunde. Was ist eine Funktion? Ich mache das hier ganz kurz, wer das dann noch genauer wissen möchte. Leute, guckt hier auf die Links, da ist ein i mit einem Finger rüberfahren oder mit der Maus, dann seht ihr das. Dann bleibt das Video hier stehen, aber es ist nicht nötig, ich füge zum Schluss dann Links an. Was ist eine Funktion? Das sieht aus wie eine Funktion. Es ist aber keine. Warum? Weil nicht jedem x-Wert nur also ein einziger y-Wert zugeordnet wird. Hier, der plus 3 wird eine 3 zugeordnet und der plus 3 wird auch eine 4 zugeordnet und der plus 4 aber auch. Also die beiden, das sind die Ausreißer, da haut es nicht hin. Eine Funktion ist eine Rechenmaschine und die kann immer nur ein Ergebnis liefern, nicht anders. Das kann zwar bei der quadratischen Funktion oder hier, das kann zwar bei der plus 3 eine plus 3 zurückgeben oder bei der minus 3 auch eine plus 3 zurückgeben. Wie das funktioniert, kommt dann zum Schluss in dem bisschen in der ausführlicheren Erklärung. Aber machbar ist es nicht. Also richtig ist es nicht, wenn es eine Funktion sein soll. Stellt euch eine Rechenmaschine vor, die jeden Tag was anderes ausgibt. Und das erkläre ich dann eben in dem anderen Video. Nochmal zusammengefasst, jedem x wird nur ein, hier, das müsste man eigentlich unterstreichen, ein y zugeordnet. Dann ist es eine Funktion. Aber wie gesagt, jetzt in den Links. Ich hoffe, das hat schon mal gereicht, aber in den Links habt ihr es dann ausführlicher. Bis denn, macht's gut, tschüss.